Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Reihe Done at Flip. Auch in diesem Video beschäftigen wir uns wiederum mit der Verbuchung eines Geschäftsfalles. Hierfür habe ich wieder einen Geschäftsfall mitgebracht. Businessfragen.com, also wir in diesem Fall, kaufen einen neuen Computer für Euro 2784 Euro inklusive 20% Umsatzsteuer. Für alle deutschen und Schweizer Zuseher kann dieses Beispiel oder dieser Geschäftsfall natürlich auch gleich geübt werden. Im einzigen Unterschied zu dieser Angabe müssten Sie bitte über eben diese 20% durch Ihren Umsatzsteuersatz ersetzen. Also in Deutschland zum Beispiel hier einfach anstelle der 20% 19% Umsatzsteuer berechnen. Sehen wir uns jetzt die Verbuchung dieses Geschäftsfalles an und nehmen hierbei wieder Bezug auf unsere vier Schritte für den richtigen Buchungssatz, die wir bereits in einem anderen Video gelernt haben. Im ersten Schritt überlegen wir uns einmal, welche Konten wir überhaupt benötigen. So brauchen wir einerseits einmal zuerst das Konto, wo wir den Computer verbuchen. Und wenn wir uns hierzu den Kontenplan anschauen und dann einfach einmal durchgehen, so finden wir hier dann relativ schnell ein Konto Büromaschinen EDV-Anlagen. Also ich schreibe hier jetzt einfach einmal Büromaschinen-EDV. Es kann hier an dieser Stelle natürlich schon vorkommen, dass die Bezeichnung von Kontenplan zu Kontenplan etwas abweicht, aber grundsätzlich gibt es hierfür eben dieses Konto Büromaschinen und EDV-Anlagen. Wenn wir dann weitergehen, brauchen wir natürlich auch hier ein Konto für die Umsatzsteuer. Und an dieser Stelle eben wieder die Frage, Vorsteuer oder Umsatzsteuer? Nachdem wir etwas einkaufen, haben wir hier in diesem Fall eine Vorsteuer. Also vielleicht nur mal kurz zur Erinnerung, wir kaufen etwas, Vorsteuer, wir verkaufen etwas, Umsatzsteuer. Und zu guter Letzt brauchen wir dann auch noch ein Konto, entweder Kasse, Bank oder Verbindlichkeiten. In diesem Fall gehen wir davon aus, dass wir den Computer online gekauft haben, das heißt wir bekommen eine Rechnung und bezahlen diesen zu einem späteren Zeitpunkt. Aus diesem Grund ergibt sich dann für uns eine Verbindlichkeit. Gegenüber Lieferanten. So, jetzt wissen wir mal, welche Konten wir brauchen. Dann müssen wir uns im nächsten Schritt überlegen, um welche Art von Konto handelt es sich. Also wiederum aktives Bestandskonto, passives Bestandskonto, Ertragskonto oder Aufwandskonto. Starten wir zuerst mit dem Büromaterial EDV-Anlagen. Sehen wir uns hier an, in welcher Kontoklasse wir das finden. Und dann finden wir dieses Konto eigentlich relativ schnell in der Kontoklasse 0 unter dem Konto 0620. Büromaschinen, EDV-Anlagen. Und nachdem es in der Kontoklasse 0 ist, handelt es sich hierbei um ein aktives Bestandskonto, also hier einfach abgekürzt, Akt für aktiv und BK für Bestandskonto. Weiters brauchen wir dann das Vorsteuerkonto. Auch hier müssen wir uns wieder überlegen, in welcher Kontoklasse finden wir die Vorsteuer. Die Vorsteuer finden wir in der Kontoklasse 2 mit der Kontonummer 2500. Und wir wissen, Kontoklasse 0 bis Kontoklasse 2 handelt es sich um aktive Bestandskonten. Auch aus diesem Grund haben wir auch hier wieder ein aktives Bestandskonto. Und zu guter Letzt haben wir noch die Verbindlichkeiten. Auch hier wieder ein Blick in den Kontenplan. Die Verbindlichkeiten finden wir in der Kontoklasse 3 mit der Kontonummer 3300. Und was ist die Kontoklasse 3?
Die Kontoklasse 3 sind passive Bestandskonten. Okay, somit wissen wir, welche Konten wir benötigen und um welche Kontoart es sich handelt. Schritt Nummer 3, den wir gelernt haben, ist, wir überlegen uns, handelt es sich um eine Vermehrung oder um eine Verminderung? In diesem konkreten Fall handelt es sich um eine Vermehrung, das heißt, die Büromaschinen bzw. die EDV-Anlage wird mehr wert. Aus diesem Grund haben wir beim aktiven Bestandskonto Büromaschinen EDV-Anlagung eine Verbuchung im Soll. Weiters bei der Vorsteuer, auch hier wieder aktives Bestandskonto, Vermehrung, Verminderung. In diesem konkreten Fall wird es eben auch wieder mehr, das heißt, wir haben eine Vermehrung und auch aus diesem Grund die Verbuchung im Soll. Und zu guter Letzt noch das passive Bestandskonto, Verbindlichkeiten. Und wie wir wissen, handelt es sich hier bei passiven Bestandskonten bei einer Vermehrung die Verbuchung im Haben und bei einer Verminderung die Verbuchung im Soll. Die Verbindlichkeiten werden höher, weil wir schulden ja jemanden anderen was. Aus diesem Grund Vermehrung passive Bestandskonten im Haben. Daraus ergibt sich dann eben der Buchungssatz Büromaschinen EDV-Anlagen und Vorsteuer an Verbindlichkeiten. Und jetzt fehlen uns hierzu nur noch die Beträge und diese Beträge müssen wir jetzt ausrechnen. Wir wissen hier, wir haben einen Betrag von 2.784 und diese 2.784 beinhalten bereits die 20% Umsatzsteuer, beziehungsweise wenn Sie aus Deutschland kommen, eben die 19%, beziehungsweise den Steuersatz, den Sie jeweils in der Schweiz haben für diesen Geschäftsfall. Und in diesem konkreten Fall müssen wir dann eben diese 2.784, welches den Bruttobetrag darstellt, auf netto runterrechnen. Dementsprechend müssen wir eben diese 2.784 mit 100 multiplizieren und durch 120 dividieren, weil wir haben ja 20% Umsatzsteuer, wenn Sie hier eben die 19% hätten, dann einfach dividiert durch 119. Und wenn wir das dann in Taschenrechner eingeben, kommen wir auf einen Betrag von 2.320. Das heißt, diese 2.320 wären dann der Nettorechnungsbetrag. Und zu guter Letzt fehlt noch die Umsatzsteuer. Hierfür müssen wir einfach die 2.784 minus die 2.320 abziehen. Und daraus ergibt sich dann 2.784 minus 2.320. Eine Umsatzsteuer von 464. Alternativ könnten Sie natürlich auch rechnen, diese 2.784 mal 20 dividiert durch 120, dann würden Sie eben auch auf diese 464 kommen. Also anstatt dieser Subtraktion einfach hier die 20 einsetzen anstelle der 100, dann kommen Sie eben auch auf diese 464. Also da kommt es wirklich darauf an, was Ihnen lieber ist oder welcher Rechenweg Ihnen lieber ist. So, und dann müssen wir diese Beträge jetzt einfach noch eintragen im D-Konto. Und wenn wir uns hier zuerst diesem Büromaschinen-EDV-Anlagenkonto widmen, so wissen wir, wir müssen hier den Nettorechnungsbetrag verbuchen. Und dieser Nettorechnungsbetrag sind die 2.320. Und wir wissen bereits im Soll, dementsprechend müssen wir die 2.320 auf diesem Konto im Soll eintragen. Vorsteuer wissen wir, das sind 464 Euro, beziehungsweise bei den 19% halt der 19%ige Betrag. Und auch hier wissen wir, die Vorsteuer kommt in Soll, dementsprechend 464 auf dem T-Konto Vorsteuer im Soll eintragen.
Und zu guter Letzt haben wir dann eben noch die Verbindlichkeiten. Die Verbindlichkeiten sind immer der Bruttobetrag, weil wir müssen ja die Umsatzsteuer an den Lieferanten bezahlen und der Lieferant ist dann verpflichtet, diese Umsatzsteuer weiter abzuführen an das Finanzamt. Und dementsprechend haben wir hier diese 2.784 bei den Verbindlichkeiten und wie wir hier bereits vorher festgestellt haben, sind diese im Haben zu verbuchen und dementsprechend beim Verbindlichkeitenkonto eben auch im Haben einzutragen. Ja, und somit haben wir dann den vollständigen Buchungssatz, also Büromaterial, EDV-Anlagen mit 2.320 plus Vorsteuer mit 464 an die Verbindlichkeiten mit 2.784. Ja, und somit sind wir dann auch schon wieder am Ende dieses Videos angelangt und wenn Ihnen unsere Videos gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch beziehungsweise über ein Abo unseres YouTube-Kanals Business Fragen.